Hallo und herzlich willkommen zur 302. Folge von Space Engineers in der vierten Staffel hier auf MicroHazard TV. Ich bin's, euer Eisbären, und begrüße euch wieder mit Heiko und Nils. Hallo. Hallo. Allerdings sind ja alle wieder woanders. Kennt ihr ja schon das Spielchen aktuell. Heiko ist auf dem Alienplaneten. Genau. Nils ist nicht so weit weg, 3,5 etwa. Und 3,5 Kilometer. Genau, ich bin hier auf dem Mond. Und manchmal seid ihr beide voll laut und manchmal seid ihr voll leise. Jetzt seid ihr leiser als gestern zum Beispiel. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber deswegen, hatte bei dir gestern minus 10 Dezibel eingemacht. Ja, ich hab's schon wieder rausgenommen, ne? überleg schon, ob ich hier sogar ein bisschen ins Plus gehe gerade. So. Wenn ich kann auch ein bisschen lauter reden. Vielleicht. Nee, nö, brauchst du nicht. Heike steht schon auf plus 10, okay. Geht schon, passt schon, reicht schon. Ich stelle mir das schon so ein, dass es passt immer. Macht schon, läuft schon. Heiko, du bist der Einzige, der eine Atmosphäre hat aktuell. Ja. Du musst für mich einen Test machen. Ach so. Ich brauche Triebwerkstests. Ich brauche die Reichweite, die Länge für bestimmte Triebwerke. Die Strahllänge. Okay. Und zwar für Atmospheric Thruster. So. Für den kleinen und den großen. Direct Thruster. Wahrscheinlich fürs große Grid, ne? Nein, fürs kleine Grid. Fürs kleine Grid? Fürs kleine Grid. Der Atmospheric Thruster, die Strahllänge brauche ich, weil die kann ich hier eben nicht testen. Warum wir Triebwerk auf die Juggernaut drauf? Kannst du die irgendwo andocken, die Juggernaut? An den Bohrer. Okay, der Bohrer ist aber auch noch. Doch, den Bohrer kannst du aber auf dem Boden festdocken, okay. Der ist auf dem Boden verankert. Weil das muss alles komplett fest sein, weil sonst, du weißt ja, wenn du das Triebwerk zündest, dann machst du das einen Abgang, ne? Juhu, wer gesagt. Ob ich die Bremse angezogen habe? Kommt auf die Stärke der Triebwerke dann an. Das gucken wir mal, ich dock lieber erstmal an. Deswegen, mach das alles, verriegel das alles miteinander, mach das alles fest und dann ist das nicht so das Problem, deswegen. Also das große und das kleine, ich brauche die Strahllänge. Bei voller Leistung. Ja, ich habe ein Alienplaneten bin. Mhm. Bitte? Okay, verriegeln. Da. Deswegen, weil ich kann das nicht testen, auf dem Mond laufen die ja nicht. Ja. Okay, so, für die Zuschauer, ich habe ein bisschen Offscreen gebaut am Aero-Shuttle. Ne? Rumpfform ist soweit abgeschlossen. Die zweite Tragfläche habe ich, also die rechte, in dem Fall im Umriss auch schon platziert. Da sind jetzt schon jeweils zwei Batterien drin, da kommen noch zwei dazu, dann sind insgesamt 8 schon mal in den Tragflächen. Ich habe eine Luftschleuse bereits gerade jetzt eben schnell eingebaut. Schon mal so eine kleine, die wird aber jetzt nicht hier B- und entlüftet ständig, mache ich dann einfach. Ich werde die wahrscheinlich auf Dauer entlüften stellen und dann ist gut, weißt du? Und dann braucht man nicht immer umschalten. Wenn man von innen reingeht, dann macht man nur die Innentür zu, wartet vielleicht kurz und dann kann man einfach rausgehen, dann brauchst du nichts umschalten. Und wenn du von draußen kommst, dann machst du einfach Außentür zu, Innentür auf, dann wird der Raum mitgelüftet. Und wenn du die Tür wieder zumachst, wird wieder weggelüftet. Von daher ist alles gut. Vielleicht baue ich auch einen Sensor ein, noch für die Luftschleuse, dass der die Türen immer automatisch zumacht. Dass wenn man sich von der Luftschleuse entfernt, er automatisch die Tür schließt. Beide wieder, grundsätzlich. Wäre nämlich auch so eine kleine Idee. So, ich habe jetzt schon mal hier zwei Steuersitze platziert, wovon natürlich nur einer der primäre ist, der andere ist mehr so Deko. Ich wollte jetzt keinen normalen Sitz dahin machen. Das heißt, könnte ein bisschen dauern, weil ich keine Motoren habe. Ja, das ist das Problem. Hier hätte ich das Material, aber hier kann ich es nicht testen. Kannst du mal eben kurz mit dem Schiff da in die Atmosphäre reinfliegen? Ja, am besten mit der Voyager direkt, ne? Genau. Wenn ich die Jump Drives auflade, wäre sie sprungbereit. 100 Kilometer. Und vom Mond her würde ich sie wegkriegen, vom Mond, mit den Triebwerken. Aktuell, ja. Glaube ich schon. Aber ich würde sie Alien-Paletten nicht runterkriegen. Also runter schon, aber nie wieder hoch. Ja, wer sagt das auf dem Alien-Paletten? Man kann es auf der Erde testen. Ja gut, die 0,1 G weniger macht den Unterschied dann auch nicht. Die ist noch nicht ausgebaut, um auf Erde, auf Planeten landen zu können. Das, so weit ist sie noch nicht. Ja.
So, ja, was ich noch angefangen habe, ist, ich wollte das erste, da brauche ich aber Strom für. Ich muss mir mal eben irgendwie Strom besorgen. Ich brauche Saft. Welchen Saft? Himbeersaft, Erdbeersaft, Blaubeersaft? Orange, bitte. Ganz normale Orange reicht mir, danke. Nee, ich mach mal jetzt, ich hau jetzt mal eine Hydro-Engine drauf. Ich brauche ein bisschen Strom her. Wo war die doch gleich? Hydro-Engine. War die hier mit drin? Ja, die waren sogar bei den Reaktoren mit drin. So. Eine Hydro-Engine hat 5, waren das. Kann ich den Kopf rumsetzen? Oh, kann ich so Kopf umsetzen? Praktisch. Oh, Kopf sieht bescheuert aus. So. Na, verrutscht. Also, die bleibt ja, braucht ihr es eh eigentlich nicht perfekt platzieren, ist ja eh schnurrig, wenn das eh nur erstmal nur vorübergehend. So, machen wir 2 hin, habe ich 1 Megawatt. So, große Rohre, kleine Rohre, Motoren, Computer, Energiezellen. So, so wo haben wir jetzt schon die Wand da? 7. Das war die Wand. Die war geklatscht gerade. So, ein paar große Rohre, ein paar kleine Rohre, Computer, Energiezellen waren auf jeden Fall noch, die ich erst noch produzieren muss, die 2 habe ich gerade nicht. Und das war noch. Große Rohre, kleine Rohre, Computer, Energiezellen. Da war noch was. Da war noch eine Sache, war glaube ich noch. Naja, werde ich gleich sehen. Bestimmt so Motoren oder sowas. Mhm. Ja, Motoren. Als hätte ich nicht geahnt. Oh. So, jetzt muss man eben schnell einen Sauerstoffgenerator drauf. Weil sonst haben die Dinger kein H2. Dann nützt das auch nicht viel. Das Werkzeug rausgeschmissen vorne. Ich hasse das. Da sind auch noch Motoren. Okay. Und um hoffentlich kurz den Sauerstoffgenerator zu starten, einmal kurz eine Solarzelle. Eine andere Energieversorgungsgeschichte habe ich ja aktuell nicht. Andere Möglichkeit. Also noch Motoren und Solarzelle. Also könnt ihr einen Reaktor aufsetzen, sicherlich. Das sind ja 6 Motoren, da können wir testen. Aber wir haben ja alles da für eine kleine Solarzelle. Das ist ja von früher noch. Dann auch mal mein Solarsegel fertig. Was mit deinem Solarsegel? Da fehlt ja noch die Hälfte fast. Okay, die Teile laufen. Ja, dann mach doch mal vollständig. Material. Achso. Ich denke, du hattest so viele. Ja, ich hatte ja knapp, weiß nicht wie viel Solar. Knapp 1000, aber die haben nicht gereicht. Echt nicht? Nee. Das ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt. Da haben nicht gereicht. So, jetzt muss ich hier noch ein bisschen Eis reinpacken in den Generator. Sonst läuft das auch nicht. Immer hat das Schiff jetzt schon mal Strom. Wenn auch nur minimal, ist eine kleine Solarzelle gerade, aber es hat Strom. Kann ich ja starten, wa? Ja. Der Solarstrom wird bestimmt vollkommen ausreichen. Eigentlich muss ich gar nicht runtergehen in den Keller, um Eis zu holen. Ich kann einfach das hier oben aus dem Sortogenerator holen. Der kann sich ja aus dem Keller nachziehen, wenn es zu wenig wird. Der zieht sich ja aus dem Keller nach. Da liegen noch 750 Tonnen oder so. Da fehlen Stahlplatten und Träger. Kenn ich ja. So, jetzt muss ich nur noch die Hydro-Engines starten. So, wo sind, wo seid ihr? Wasserstoffmotoren. Aus, an. Kommt schon, ihr müsst starten. Batterien stehen auf Automatik. Aufgeladen in 5 Tagen. Geht aber trotzdem relativ schnell dafür, dass es eine Solarzelle ist, die gerade 4 Batterien aufladen soll. In 5 Tagen wären sie geladen. Sagt er. Also für groß hast du 5. Maximal benötigte Energiezufuhr 100 kW, der Sauerstoffgenerator. Ja. Aber soweit bin ich, glaube ich, noch nicht, um 100 kW zu haben, oder? Also beim Großen brauchst du 5, beim Kleinen brauchst du 2.
Der Große hat einen 5er-Strahl, der Kleine hat einen 2er-Strahl. Ja. Sicher nur 2, ja? 1, 2, beim dritten besser. Also, hast du das mal getestet? Bau mal einen Block dahinter, dass, ob der kaputt geht. Ja, aber mal, machen wir mal. Muss ich aber bei mir mal irgendwas umbauen. Weil die rein optische Länge ist immer so. Die kann stimmen, muss aber nicht. Die kann, genau, kann, muss aber nicht. So, warum starten jetzt meine Hydros hier nicht? 1, 2. Doch, bei 2 bleibt der schwere Stahlblock stehen. Ohne zu schweißen, ne? Okay. Und warum startet der Sauerstoffgenerator nicht? Hä? Der müsste jetzt doch eigentlich die H2-Generatoren auffüllen. Ich meine, ja, viel Strom ist noch nicht vorhanden, aber maximale Energiezufuhr 100 Kilowatt. Die Batterien hätten zumindest für einen Bruchteil vielleicht mal kurz 100 kW. Wenn alle vier zusammenkommen, obwohl gesperrte Energie 355 Wattstunden. Das ist nicht so viel. Solarpanel macht auch nur 38 kW. Aber für einen kleinen Schubs müsste es eigentlich reichen. Mehr brauche ich ja nicht. Einen kleinen Schubs. So, damit ist das Riesensolarteil fertig. Los, du musst die Engine starten, verdammt. Das ist, wenn ich die Batterien auf Entladen stelle. Verbraucht in 34 Minuten. Ja. Also die Hydros starten sicherlich nicht, weil sie keinen H2 drin haben. Aber warum lädt der Sauerstoffgenerator das nicht auf? Keine Ahnung. Weil die Energie wäre ja da im Prinzip. Wäre zumindest Energie. Zwar nicht viel, aber etwas. Hast du die Hydros auch angeschaltet? Ja, ich habe schon hin und her geschaltet hier. Aber er lädt kein H2 rein. Eis ist aber drin im Generator. Und mit Konversen ist er auch verbunden. Liegen ja direkt aneinander. Batterien stehen auf Aufladen? Batterien stehen auf Automatik. Hätten wir auf Aufladen. Und dann? Bald nicht, dass der. Ja, nur angeht, der. Nee, ja. Konntest du auch so schalten. Ja. Bei unserem Rennwagen haben wir sie ja auch manuell eingeschaltet. Zusätzlich zu der kleinen verbauten Batterie. Ich meine, ja, ich habe nicht mal 1 kW gespeichert in den Batterien, aber wahrscheinlich haben wir einfach zu wenig drin, um den anzustupsen. Da brauchst du eigentlich nur minimal Wasserstoff. Ja, ich brauche nur minimal Wasserstoff, so sieht's aus. Vielleicht kurz einen Wasserstofftank setzen, einen kleinen. Ja, aber der ist auch leer. Ja, aber wenn du den auf Vorrat setzt? Der Punkt ist halt nur, dass der Generator nicht anspringt. Der müsste eigentlich die Hydros füllen. Oder ich kann mal einen ransetzen, aber gucken wir mal. Wenn nicht, dann haue ich jetzt die gleichen Dings ran. Mini-Reaktor. Ist ein Rot. Ja, natürlich viel einfacher, ne, aber. Ja. Auch es einfach halt. Warum einfach nur schwer geht, ja. man braucht denn für Teile für den kleinen hier. Stahl, große Rosenero, Computerherstellung, wa? Ja. Noch was. Computer gegebenenfalls. Schau mal.
Ist halt den Tank. Der Tank war auch nicht fertig geschweißt, da haben die Motoren angefangen zu arbeiten. Hä? Hm. Oh. Ich habe gesagt, mach mal den Tank, ne? Ja, aber der Tank war auch nicht mal fertig. Egal. Er wollte nur wissen, dass sein Tank da ist. Ja. Wow. Das reicht aber auch gerade. Der Generator ist aber auch nicht. Der Sauerstoffgenerator reicht nicht unbedingt aus, der eine, ne? Muss mal gucken, was er hier jetzt tanktechnisch füllt. Wasserstoffgenerator. Die werden nämlich überhaupt nicht gefüllt. Die stehen beide auf 1 Liter von 5000. Weiß. Und der eine Sauerstoffgenerator schafft es nicht. Nicht wirklich. Er schafft es gerade so, die am Laufen zu halten, die beiden. Laufen sie beide? Ja. Er schafft gerade so, beide am Laufen zu halten. Aber gut, reicht mir ja an sich. Wenn die Batterien geladen werden? Ja, werden sie in 4 Stunden aufgeladen. Die stehen ja eh auf Aufladen gerade. Deswegen, allein, der hat jetzt eh gezündet, nur mit der Leistung von vom Solarpanel. Weil die Batterien stehen auf Aufladen, vorher schon. Hol ich nochmal 1-2 Ladungen Eis. Hol ein bisschen mehr drin, das muss ein bisschen länger laufen. Und dann ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Haha. Solarpanel kann ich das Spiel abbauen. Mhm. Ja, aber jetzt werden die Batterien ja schon vorgeladen ein bisschen. Wenn du erstmal ein bisschen Saft in den Batterien hast, dann bist du ja schon relativ gut aufgestellt. Also musst du erstmal nur ein bisschen Saft drin haben. Ja. Aber kommt, die Mod, auch wenn sie einen erstmal nervig erscheinen, weil man denkt so, ich platziere Batterien und sie sind leer. Mhm, aber sie ist doch ganz gut. Aber du kriegst halt die Energiezellen wieder, wenn du die Batterie abbaust. Ja. Du baust nicht und jedes Mal neue. Aufladen an der Batterie sind nicht an sich das Problem. Also deswegen, man muss halt nur gucken. Deswegen, meistens musst du halt erstmal nur den Startstrom halt haben, ne, im Schiff ja. Erstmal. Dass du erstmal ihn anstupst, so nach dem Motto. Ich habe überlegt, ob ich da sogar H2 Engines irgendwo einbaue im Innern, so als Reserve, so nach dem Motto. So 1-2 oder so. Oh, der Tank ist, also der Dings ist voll, der Generator. Packen wir den Rest erstmal hier oben in den Verbinder rein. So. Restlich Eis. So. Deswegen muss ich das eh gucken. Also großes 5 hast du gesagt und kleines 2, ne? Ja. Also kleine Blöcke, ne? Naja, kleine. So, ich bräuchte mal kurz eine Hilfe, weil ich schon den Eis. Was brauchst du? Wie muss ich die jetzt einstellen, wenn sie sich bewegen? Was sich was bewegt? Die Scharniere. Das ist ein V-Motor einzustellen. Du musst halt den Drehwinkel einstellen, auf den sie sich drehen sollen. Am besten machst du, also die stehen ja jetzt auf was stehen die denn aktuell? Warte, ich muss irgendwann einen Energie aufladen. Das wird gleich kapiert. Warte mal, ich habe ja auch einen Hinge-Block bereits an diesem, an dem Teil hier dran. Ist auch noch nicht eingestellt. Von daher. Genau, der aktuelle Winkel, also der hat sich ja bewegt mit dem Gewicht, hast du gesagt, ne? Na, aktuell nicht. Okay. Ich hab die gerade nochmal neu platziert gehabt. Mhm. Wo ist mein Wasserstoff da? Wasserstoff geht mir gleich aus. Mhm. Ich will nicht was mit den Fahrwerken ausprobieren, deswegen, in der Sicht. Zoom. Okay, ich geh mir eben hinten ran. So, ich mach mal Drehmoment auf Maximum. Okay, Bedienfeld, so. 3, 4, ich kann zwar auf 1000 Meganewton stellen, das Drehmoment. Ja. Dann zeigt das mir aber rot an. Untergrenze minus 90, Obergrenze 90. Bei. Also die Monate hier anders einstellen, auf jeden Fall. Weil ich brauche 90 Grad nach oben. Wie sie platziert ist, ist wahrscheinlich 0, ne?
Ja, du musst jetzt nur gucken, in welche Richtung. Du weißt jetzt nicht, wo Plus und wo Minus ist. Ja. Das geht mir nämlich genauso. Da musst du erst rausfinden, quasi. Du musst auf jeden Fall die Geschwindigkeit einstellen. Genau, dann drehst du es erstmal in irgendeine Richtung und dann musst du gucken, ob das die richtige Richtung ist. Bei 2 hast du jetzt natürlich also das ein bisschen schwieriger. Plus ist nach oben. Wenn das so ist bei dir, dann ja. Deswegen, ich habe hier unten nämlich auch eins dran und muss erstmal gucken, in welche Richtung das hier bewegt werden muss. Da gucken wir eben hier. Hinsch. So. Eine von den beiden Grenzen ist 0. Ich weiß aber nur nicht, welche von den beiden Grenzen auf 0 ist. Die Plus- oder die Minusgrenze. Das ist die Frage, wie rum es eingebaut ist. Aber bei mir muss die Minusgrenze auf 0. So, mach mal Geschwindigkeit 0,5 Umdrehung pro Minute. Das heißt, er macht eine halbe pro Minute. Das heißt, eine Viertelumdrehung macht er dann in wie viel Zeit? 0,5 pro Minute, wenn ich jetzt noch mal nicht... Eine Umdrehung pro Minute machen, macht dann für eine Viertelumdrehung 15 Sekunden. Okay, das scheint schon optimal zu sein. Das ist die falsche Richtung, siehst du? Kurz gucken, welcher Block das ist, weil wir ein ähnliches Ding haben. Bei einem Baum. 1, 2, 3, 4. So, dann muss ich das nämlich genau andersrum einstellen. Minus 90 und hier dann 0. Genau. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich das hinkriege, hier ein Fahrwerk anzubauen. Darum ging es mir nämlich jetzt nämlich. So, aber bevor ich jetzt hier anfange, noch Roboter zu bauen und die Zeit wieder völlig vergesse, diese Folge ist nämlich schon wieder zu Ende und deswegen sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen. Dann geht's weiter mit dem Aero Shuttle bei mir und ja, sagen wir schon tschüss und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Also übermorgen dann, ne? Tschüss, tschüss. Tschüss.